So, da bin ich wieder zurück und weiter geht es mit The Last of Us. So. Sollte mir vielleicht mal einen Bonbon wieder reinsetzen, damit ich nicht so husten muss. Geschichte kommt gleich. Okay. Gut zu wissen. Oh, langsam gehen, langsam gehen. Mit dem Controller kannst du langsam gehen. Aber wann habe ich eigentlich das Holzstückchen aufgehoben? Sieht mal so richtig geil aus. Ja, ne? Das sieht gerade, das sah gerade so mega aus. Sehr schön, Schatz. Oh, so viel Loot, dazu. Loot, Dante, nicht an Loot vorbeigehen. Wir folgen dem Fluss. Dann sonst meckert Carrie. Tommy. Ja, komm. Oh, wo das? Mal kurz gucken. Aha. Erstmal zweimal davon. Und ich war so voll wieder. Ich war so voll wieder. Erhöht deine Maximal. Alter, 25 nur. So ein Mist. Jetzt hat Rainer auch gleichzeitig kennengelernt, was Arena-Kämpfe mittlerweile sind. Das ist nur eingeführt. Rainer. Niki hat's voll drauf. Muss ich da runter? Das ist die einzige Möglichkeit? Nee, ne? Später, Niki, später. Oh, Niki, du wirst es definitiv zurückbekommen. Loco, was meinst du speziell, dass wir mit dem gegen die Wand klatschen? Oder das dann drauf? Wie gesagt, ich spiele das nachher dann mal nach. Das musst du dann aber aufnehmen und mir schicken. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Hallo? Geh weiter. Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Oh. Oh. Rainer, du kannst die alle im DC lesen, wenn du auf dem Server bist. Dann habe ich eigene Kategorien bekommen. Richtig. Dankeschön fürs Gesundheit. Die Wand. Wenn ich nur zerrissene Klamotten am Leibe trage, gewinne ich eh. Oh ja. Ich wäre definitiv abgelenkt. Wäre nicht nur abgelenkt, der es macht, der lebt nicht lang. Und dann blute ich in seinem Blute. Und seinen Kopf benutze ich als Seifenspender. Oh, Dauergrinsen gerade. Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Oh, für die Arena gab es nicht genügend. Was? Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Und danke für Gesundheit. Schatz. Und drehen, drehen, drehen. Und drehen, drehen, drehen. Und drehen, drehen, drehen. Oh. Was? Ich habe gepennt? Wo habe ich gepennt? Hatten alle Angst vor mir? Ja, klar. Vor dir, Windelpupser.
Okay, erstens, das war nicht zerrissen, sondern zerschnitten. Und zweitens, ich habe nicht geschrieben, wie schlimm das zerschnitten war. Das ist okay, da muss ich nicht die Recht geben. Ich gesagt, wie schlimm. Ezio Dante war dabei. Ja, aber die Sache ist halt die, ne? Wenn das wirklich passieren würde, würde die Person definitiv nicht lange leben. Dann würde ich in seinem Blute baden. Mich drinne laben. Oh Mann, ich kriege hier so viel Scheiße. Das heißt, ich werde gleich ziemlich schlecht dastehen. Hier muss ich mal Walla wechseln auf den Revolver. Hier mal nachladen. Tja, Niki hat seinen eigenen Kopf. Das ist gut so. Ja, wäre schlimm, wenn nicht, ne? Dann habe ich ihn ja verkehrt erzogen. Ja, ich bin am 6.6. so gut wie tot. Ach, Quatsch, Niki. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss mehr mit Pfeil und Bogen machen. Ja, zerschnitten ist ja auch nicht schlimm. Aber derjenige, der es gemacht hat. Ah. Messerchen am wichtigsten. Oh, ich kann noch einen Molly machen. Keine Angst, du bist geschützt. Wie soll er geschützt sein? In dem seiner Haut ich dann nicht stecken. Ah! Die macht dann auf Yoda. Ah! Kann ich hier rüberklettern? Oh ja. Ja, Dante war auf mich fokussiert. Da hatte das gar nicht wahrgenommen. Ja. Ja, lass mich raten, ich muss da jetzt rüberschwimmen, ne? Ah, fuck. Komm, alter Mann, das schaffst du. Überleg mir was. Warte hier. Er war beschäftigt, mich auszulachen wegen dem Eingepinselt. Ja, definitiv. Ich habe ein Wort überlesen. In dem seiner Haut will ich dann nicht stecken. Ja, ich habe es halt anders gelesen. Deswegen mit Yoda. Nein, in der Person möchte ich wirklich nicht stecken. Rainer! Kann ich eigentlich auch drinnen tauchen? Oh ja. Oh scheiße, das heißt, ich muss irgendwo tauchen. Ah, fuck. Kann ich da drüben irgendwas machen? Nee, ne? Ich komme gar nicht weiter wegen der Strömung. Aber hier komme ich ein bisschen... Ach ne, nur ein bisschen. Wisst ihr, was ich manchmal machen sollte? Den Text nach dem Schreiben nochmal durchlesen? Das mache ich nie. Ja, sowas solltest du machen, Niki. Okay, da komme ich auch nicht hin. Kommen hier Blubberbläschen raus? Ja. Lernt ihr erstmal auftauchen, sonst verreckst du. Ja, toll. Das habe ich auch schon gesehen. Danke für den Hinweis. Auch wenn er so spät kam. Wie ich dich denn da jetzt raus? Hm.
kriege ich das Teil denn da jetzt raus? Da komme ich rein. Alles klar, nochmal auftauchen und dann wieder runter. Oh, die Arena. Ich hoffe, diesmal werden wir wieder voll. So, ich lese das nochmal durch, weil ich denke, ich habe es gewissenhaft geschrieben. Ich brauche nicht nochmal nachlesen. Ja, Niki, es ist okay. Und die kleinen Fehler, die überlese ich ja dann dementsprechend. Also mich stört es nicht. Ich weiß ja, wie du schreibst und was du meinst. Teilweise. Könntest du vielleicht ein bisschen tiefer tauchen? Dankeschön. Ja. Geht's noch? Der kann sich mit deiner Faust unterhalten. Nein, wie süß. Okay, Ellie, du musst jetzt. Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Genau, weil du zu blöd bist zum Schwimmen. Alles klar. Alter, was für ein Speedrun. Kann ich die denn jetzt andocken lassen? Oder kann ich hier ohne weiteres hochklettern? Hä? Ja, das Mädel ist groß genug und kann da nicht draufklettern oder was? What the hell is going on? Echt? Ich musste das Ding... Sag ich dann, Niki. Das wäre doch was. Wäre doch mal cool. Ganz vorsichtig rübergehen, Dante. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Bin ich. Deswegen gehe ich ja schon langsam. Teamwork. Achso, abklatschen. Ja, Entschuldigung. Yeah. Yeah, wow. Gegen Behemoth. Habe ich da mitgemacht? Nee, ne? Gut. Oben? Nach oben oder unten? Warte mal, komme ich dann von dort aus wieder hoch? Och, Mädel! Mann! Ich schwör's dir! Oh, Mann! Los! Geh mir aus dem Weg! Das ist ein Lagerfeuer. Hm. Oh, Loot! Danke für diese milde Gabe! Ein Trösterchen. Und noch ein Trösterchen. Ah, Teddybär. Das ist zu klein für ein Grab. Ich hab vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Okay. Nichts zu looten. Okay.
bin rein, ich die Höhle, da schlägt mich das Vieh an die Wand und ich bin da ohnmächtig. Dann kommt Slayer und macht einen 3-Punkte-Wurf und das Gesicht des Viehes und tot. Okay. Das war kurz und schmerzlos, würde ich mal sagen. nicht so schnell um die Kurve, Tante. Geschwindigkeitsrausch, Tante. Denk dran. Denk dran. Ich wollte gerade hier die Kisten zerdeppern, ne? Oh, ich hab Hunger. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss dran glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut. Wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Alter, voll die Meckertante, ne? Welche Richtung muss ich jetzt? Ja, schließlich so viel looten, wie ich hinbekomme. Aber wenn ich, glaube ich, hier runtergehe, komme ich nicht wieder hoch, oder? Noch einmal mal austesten. Mehr als falsch kann es nicht sein. Achso, da wären wir dann hier hin. Okay. Also doch da lang. Ja, was? Ich habe dann 4 Aspirin gefressen und dann ging's. Zweimal hintereinander sagt der Bot mir an, dass ich 67 Stunden zugeguckt habe. Warum läuft die Zeit nicht weiter? Die läuft nur in bestimmten Punkten. 67, 83, 0 dann. Slayer. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Aber das müsstest du eigentlich in der Zeit mittlerweile mitbekommen haben. Weil nämlich auf YouTube nämlich auch nicht anders. Oh, 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 Money, 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 Money. Was ist das? Schnuckiputz. El Diablo. Schickes Ding. Nettes Ding. Karte des Kraftwerks. Eine Karte des Kraftwerks in Jackson County. Hier kann ich nichts mehr machen. Da bin ich soweit voll. Bis auf Nagelbombe. Schickes Ding, ey. Hätte ich nicht gedacht. Es fehlt nur noch eine Waffe in meinem Inventar. Dann habe ich alle. Mal so eine Frage. Besitzt ihr AirPods? Nein. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie? Tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her?
Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab überall. Gute Nacht, Mrs. Slayer. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Oh, das Tierchen sieht ja geil aus. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. Hilfe? Nö. Oh, nee, nicht so. Hinten. Nein, nee, ne? Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Achso, streiche. Okay. Okay, weiter mit der Führung. Wollte schon sagen, jetzt haut er zu. Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Nun mach doch auf. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das Nee, ich glaube, die kriegen wir gar nicht zusammen, die Leute. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ja? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Ui. Nett. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Sehr schön, dass du wieder da bist. Und danke fürs Gesundheit. Was ist hinter den... Nein, wir gehen da jetzt nicht raus. Dante will erstmal gucken, ob man hier looten kann. Ja, aha. Ja, ja. Dante hatte das richtig... Oh, Betsy, du kriegst wieder was zum Spielen. Ah. Oh. Was für ein Tabletten-Junkie. Willst du nachgucken? Ja. Zack. Sind wir wieder voll. Hier 45. Heiltempo. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Oder maximale Gesundheit. Weil Heiltempo wäre nicht verkehrt. So. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Steck die Wove weg. Du bist hier unter Freunden. Du bist hier unter Freunden. Der Rainer hat einen Popel an der Nase. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft.
Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Gehört? Ich bin da durch. Die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte es erleben? Boah, ey, das ist ein Blick. Warte mal. Ja. Yeah. Oh, wir sind hoch. Oh ja, das sieht gut aus. So. Muss ich das bloß nur einmal wieder umschalten? So. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. So viele Fotos mache ich nicht. Ich glaube, das ist mein drittes oder viertes Foto. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Muss die Fotos bloß nur rüberziehen noch. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Auch Bomben verbessern? Ja. Habe ich bis jetzt nicht einmal eingesetzt. Da ist eine Werkbank. Da ist eine Werkbank. Okay. So, ich werde definitiv eine Langwaffe diesmal mit reinstecken. Damit ich dann zwei umschleudern kann. Nachladetempo wäre definitiv angebracht bei der Waffe. Auch wenn ich sie noch nicht benutzt habe. Na, das hält. So, haben wir. Alles klar, das hört sich gut an. Das ist auch gut. Wunderbar. It is so wonderful. Wo ist denn jetzt... Wo ist Hannes hin? Okay, das ist gut. Oh, Leute. Nicht so zaghaft. Haben wir das heute okay, noch? Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Wir fertig? Nur noch eine Minute. Okay, das war's. Fertig. Passt, wackelt und hat Luft. Ich will ja nichts sagen, aber diesen Lärm. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Keine so gute Idee. Was siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Boah, bitte Schlägerei. Bitte Schlägerei. Bitte Schlägerei. Bitte kloppt euch richtig. Hart und fest. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Nacht. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg.
Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung? Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, hä? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich? So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Mist, Räuber! Oh, war ja doch wieder sowas von klar, ne? Oh Mann. Gut, Leute, wir haben es gleich viertel vor. Das heißt, ich mache erstmal wieder Feierabend für heute, ne? Weil ihr müsst ja morgen alle wieder arbeiten, zur Schule und. Von daher, vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Hat wieder super mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Bis dahin, haut rein.